Catchmaster bis euch und herzlich willkommen zu einer neuen Video von den DC-Videos angekommen, wo die Vanguard und Leute, es gibt eine neue Map, Desolation 24-7, ein Modi-Moshfit of Desolation. Ich habe diese Map nicht mal einmal gesehen, ich werde heute den ersten Eindruck von der Map kriegen. Außerdem gibt es eine neue Waffe und zwar die Vargo S, Leute. Oh yeah, die sieht ziemlich cool aus, das ist ein Sturmgewehr. Die werden wir auf jeden Fall heute noch spielen mit der neuen Map und ich würde mal sagen, Leute, wir jumpen sofort rein. Desolation 24-7, let's fucking go. Das ist die neue Map mit der neuen Waffe, die Vargo S. Ich muss sagen, erster Eindruck von der Map. Man hat sehr viele Spots zum Camp. Es sieht sehr mittelalter. Erster Kill mit der Vargo S. Erster Kill mit der Vargo S und... die fühlt sich gut an. Ihr müsst wissen, ich habe gar keinen Aufsatz auf dieser Waffe. Das heißt, die Waffe ist blanko wie noch... Nee, ich habe keinen Wie-Vergleich. Also sowas verstehe ich zum Beispiel nicht. Kann man... Warum... Och, da ist ein... Digga, ich habe mich... Oh mein Gott, warum ist das so gruselig? Huhn! Chicken McNuggets. Die Map sieht schon cool aus, so mit diesen, was auch immer das hier, so Ruinen. Also, by the way, falls ihr euch fragt, wie ihr die Waffe freischaltet, ihr müsst eine richtig krasse, schwere Challenge machen, okay? Diese Challenge ist richtig schwer. Diese Waffe schalten nur wirklich krasse Leute frei. Und zwar müsst ihr 15 Nahkills machen mit der Waffe. 15 Nahkills. Das macht ihr in einer Runde. Also, ihr jumpt kurz in eine Runde rein und das war's. Kann man das noch eine Challenge nennen? Also, damit ihr noch mehr wisst, wie einfach die Challenge... Dieser Camper da oben, dieser Bastard. Damit ihr euch noch krasser vorstellen könnt, wie einfach die Challenge ist, ich habe diese Vargo S freigeschaltet, ohne dass ich es wusste. Ich mache halt gerade Atomic Grind, ich muss ja mit jeder Waffe, fast mit jeder Waffe, auf Level 70 leveln, dann spiele ich die halt und ich habe diese Vargo S freigeschaltet, ohne dass ich es wusste. Ja, also ich wusste nicht mal, dass es neue Waffe gibt. Aber ich muss sagen, die Vargo S, gut, Sturmgewehre sind meistens immer nice und präzise. Die fühlt sich auch eher gesagt an wie eine MP. Wisst ihr, was ich meine? Die fühlt sich nicht so an wie ein Sturmgewehr, man ist damit schnell. Schnell und mobil, wenn man gutes Aim hat. Also ohne zu wissen, dass es eine Sturmgewehrwaffe ist, dachte... habe ich ja schon gesagt, dass ich noch nicht aufgewärmt bin und heute die erste Runde des Tages ist. Also ohne dass ich wüsste, dass es eine Sturmgewehrwaffe ist, würde ich denken, dass eine Maschinenpistole ist. Er spielt mit Brandmunition. Achso, vorne noch eine krasse Info. Vanguard ist gerade kostenlos. Falls ihr Vanguard schon immer zocken wolltet... Gut, das sind, glaube ich, die wenigsten, die das schon zocken wollten. Aber falls ihr Bock habt, könnt ihr das kostenlos zocken gerade. Ich weiß nicht, wie lange es geht. Nur übers Wochenende. Also, falls es wieder online kommt, ist das schon vorbei, die Aktion. Aber ich glaube, die geht länger. Vielleicht so eine Woche, vielleicht zwei Wochen. Gerne vorbeischauen, Leute. Einfach downloaden. Das ist richtig nice. Also, die Map ist... Warte mal, die Map ist... Die Map ist schon fucking groß. Die fühlt sich aber klein an. Die Map ist richtig groß, aber dadurch, dass halt so ganz viele Gebäude und so, fühlt sich es wiederum klein an. Das ist nice. Oh, okay, nice. Also hier ist der Spawn. Oh mein Gott, Digga, wo Spawn? Okay. Das ist wiederum richtig eklig. Das gibt mir hier Piccadilly Circus Vibes. Hier einfach eine Linie durchziehen. Guck mal, hier eine Linie durchziehen und hier die Linie durchziehen. Das wäre die Map. Und das wäre immer noch zu groß. Alright, Drohne raus. Ich habe den Flammenlaut dabei, also vielleicht werde ich den erreichen, was ich glaube ich nicht so denke. Obwohl, wenn die Vargo S mir die Kraft gibt, werde ich mit der Vargo S alles zerstören. Also meistens ist es bei COD so, dass du eigentlich nur drei Wege hast, aber hier kannst du irgendwie von oben kommen, von unten kommen, von links, von rechts. Gut, einer campt da hinten bei der Vase, let's fucking go. Gut, der andere klaut meine Drohne. Digga, was macht ihr? Was sind das für Drecksgegner? Ich werde versuchen, auf die Street zu schwitzen. Komm schon. Das schaffe ich, Leute. Das schaffe ich. Noch zwei. Noch drei Kills. Ey, das schaffe ich easy. Warte mal. Drei Kills. Das schaffe ich easy, Freunde. Das schaffe ich easy. Als ob ich das mit Absicht machen würde. Ich glaub's nicht. Erste Runde des Tages auf der neuen Map. Wir haben gewonnen. 200 zu 26, Leute. Wichtig und richtig. Also, falls ihr euch fragt, wieso ich diesen Skin hab, das ist, wenn ihr Modern Warfare 2 vorbestellt ist, dann kriegt ihr so einen BDSM-Skin. Ich weiß nicht, warum. Wieso gibt's diesen Skin? Der sieht abgrundtief scheiße aus. Imagine, ihr zahlt für Modern Warfare 100 Euro und ihr kriegt so einen Dreckskin. Warte, nee, nicht den Skin. Ja, diesen Dreckskin. Imagine, ihr kriegt diesen Dreckskin. Guck mal, wie der aussieht. Er sieht aus wie der größte Dulli. Alright, Leute. Ausrüstung. Wir haben jetzt hier Level 6 schon. Was haben wir freigeschaltet? G28 Kompensator. Richtig und richtig. Mark 4. Mark 5? 6? Ist es 4 oder römische Zahlen? Mark 6 Skelett. Wichtig und richtig. Stargriff. Wichtig und richtig. Vollmantelmunition. Wichtig und richtig. Alright, die Vargo S hat jetzt Aufsätze. Wie wird die Waffe sein? Mit Aufsätzen. Regie, mach jetzt einen Cut. Regie, Cut. Okay, wir gehen hier wieder durch. Aber ich muss sagen... Ich muss sagen, die Vargo S, die ist lecker Schmecker. Die Map fühlt sich auch ein bisschen tot an. Also, die ist doch ein bisschen zu... Die ist doch ein bisschen zu groß. Okay. Oh, da rechts oben, da oben. Nee, unten oben, ich weiß es nicht. Das beste System in Vanguard ist eigentlich diese Drei-Wege-System, wo man einfach nur drei Wege gehen kann. Diese Map erfüllt die drei Wege. Voraussetzung nicht, deswegen ist es eigentlich in der Theorie eine Kack-Map, aber sieht schon geil aus. Also ich mag irgendwie die Map. Die sieht ein bisschen so anders aus. Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen Abwechslung. Gut, an die Leute, die die ganze Zeit 24/7 Caldera spielen, ist jetzt für die vielleicht keine Abwechslung. Aber für mich, der nun Rebirth spielt, ist eine geile... Digga, wo ist der da? Ist der über mir, unter mir? Na, hier gibt's...
Hier gibt es zu viele Höhen und Tiefen. Das ist scheiße, ne? Guck jetzt zum Beispiel. Ist er vor mir? Unter mir? Über mir? Da! Da oben! Man kann da oben hin! Digga, die Map bringt ihn. Man kann die Map einfach ausstellen. Man weiß nicht, wo die Leute sind. Das ist krass. Okay, Munitionskiste wird rausgepackt. Wir müssen... Wie viele Kills machen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kills. Digga, 9 Kills. Als ob ich es nicht schaffe, 9 Kills zu machen, ohne zu sterben. Digga, das ist doch easy. Komm schon, Mann. Streng ich mir an. Regie, das schneidest du auch raus, okay? Links, rechts, links, rechts. Okay, nice, let's go, let's go. Let's go, ein Kill. Pass auf, wir müssen einfach die Kills zählen, dann geht's schneller. 1 von 9, let's fucking go. 1 von 9. 1 von 9, 1 von 9, Leute. 1 von 9. Zählt mit, Leute. 2 von 9, rostiger Nagel ist down. 3 von 9, bin ich schon richtig? Ich weiß, was ich da machen wollte. Ich wollte einen 360 machen, keine Ahnung, was ich machen wollte, keine Ahnung. Ja, komm. Dafür musste ich es machen. Ich war gezwungen. Ich renne mal hier rum, immer schön an der Außenseite, weil man da immer von hinten die Gegner holen kann. Yippie! 2 von 9, Leute. 2 von 9. Immer schön mit 10, alright? 3 von 9. 3 von 9. 3 von 9. Guck mal, man kann doch sogar hier lang. Was ist das für eine Kacke? Man kann einfach hier campen. Ey, das ist krass. Das ist krass. Also, mir ist doch scheiße. Vom Style her, vom Design her richtig nice. Vielleicht so für eine Kampagne geil, aber so für Multiplayer ist es scheiße. Du kannst die Karte da oben vergessen. Du weißt nicht, wo die Gegner sind. Du checkst es nicht. Hier gibt es gefühlt 5 Ebenen. Du kannst in der ersten sein oder in der zweiten oder in der dritten oder vierten oder fünften. Man checkt es nicht. Aber ich check gleich, dass ich einen Flammenaut habe. Wieso immer so kurz davor? Wir gehen in die nächste Runde. Ich will diesen Flammenaut auf dieser Map schaffen, okay? Ich will es schaffen. Alright, Leute. Neue Runde ist Glück. Wir sind reingetönt. 6 zu 15. Wir spielen Abschuss bestätigt. Let's go. Flammenaut, 9 Kills. Erster Kill. Nee, das zählt nicht. Fuck. Wir zählen wieder alle gemeinsam, okay? Alle, die jetzt gerade das Video schauen, okay? Wir zählen gemeinsam. Könnt ihr bis 19? Ihr könnt bis 19, oder? Wir gehen hier wieder außen rum. Der Bastard hat meinen Kill geklaut. Nee, dafür ist er gestorben. Nee. Come on, Bitch. 1 von 9, Leute. 1 von 9. Man kann auch... Digga, man kann hier so Jump'n'Runs machen. Das ist so... Nein, nein. Warum denn immer ich? Ich bin jetzt mal ehrlich. Ist die Vago S doch scheiße? Ich habe schlechte Aufsätze. Die Anfangsaufsätze. Liegt vielleicht daran. Ist die Vago S doch nicht so geil, wie man denkt? Ich habe so meinen Arsch gerettet. Bitte sag danke. Sag danke. Ich hab deinen Arsch gerettet. Du lebst nur wegen mir. Ey, aber ich hab dich gerecht, Bro. Wir sehen uns. Was, Hunde? Wieso jetzt Hunde? Wieso kommen jetzt Hunde? 3 von 9. 3 von 9. 3 von 9. 3 von 9. 4 von 9. 4 von 9. Ich bin gut dabei. 5 von 9. 5 von 9. Oh mein Gott. Let's go. Let's go. 6 von 9. 6 von 9. 6 von 9. Komm schon. Das schaffen wir jetzt. Wir pushen uns jetzt alle, Leute. Pushen uns alle. Komm. Schickt mir eure Kraft. Believed. 7 von 9. 7 von 9. 7 von 9. Komm schon. Jetzt nicht dumm pushen, Theo. Nicht dumm pushen. 8 von 9. Ein Kill noch. Ein Kill noch. Komm, komm. Wir spielen es ruhig. Mann, ich fahre wie so ein Stück Scheiße. Ich hab den Flammenhaut. Ich brotze euch jetzt alle weg. Kommt her und sterbt. Stirbt. Stirbt. Heute gibt's Geschnetzeltes, meine Kinder. Heute gibt's lecker Fleisch. Alle Veganer schalten jetzt ab. Die hat lange überlebt. Das ist krass. Tetsi wird auch sterben. Sterbt alle. Ich habe als erstes den Flammenhaut auf dieser Map erreicht, okay? Also habe ich nicht wirklich, aber wäre ein cooler Titel. Stirb! Es macht so Spaß, die alle hier brennen zu sehen. Brennt, meine Kinder, brennt und stirbt. Kniet vor mir nieder. Ihr seid heute Menschenfleisch. 3 Scheißrunden habe ich gebraucht, um diesen Flammenhaut zu erreichen. Unglaublich. Wie tief bin ich gesunken, Mann? Aber ey, wir verlieren trotzdem. Alter, mein Team kriegt wirklich nichts hingeschissen. Oh nein, das ist eine schlechte... Ja, vielleicht solltest du nicht auf Longridge gehen mit dem... Man sollte nicht auf Longridge gehen mit Flammenhaut. Und Niederlage. Aber ey, wir haben zwar die 3. Runde verloren, aber den Flammenhaut bekommen. Wichtig und richtig. Auf jeden Fall, Leute, würde man sagen, das ist das Video. Lasst ein Like, ein Abo da. Schaut gerne auf YouTube. Bis jeden Monat, Sonntag, 16 Uhr. Wir sehen uns zusammen. Macht's gut. Ciao. I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the ride, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me.